Willkommen auf dem Cineform-Videokanal. Jeder, der das Thema Heimkino wörtlich nimmt und sich daheim seinen eigenen Kinoraum realisieren möchte, kommt um eine professionelle Rahmenleinwand nicht herum. Rahmenleinwände bieten den entscheidenden Vorteil der absoluten Planlage des Tuches. Das heißt, die sind vollkommen frei von einer Wellen- oder Faltenbildung, die gerade bei Kameraschwenks die Bildgeometrie nachteilig beeinflussen würde. Besonders hochwertige Modelle bieten zudem eine schwarze Samtbeflockung des Rahmens, die das Licht vollkommen schluckt und so eine perfekte Einfassung des Bildes in den Rahmen ermöglicht. Für all diejenigen, die kein Vermögen für so eine Rahmenleinwand ausgeben möchten, haben mein Kollege Herr Jahn und ich ein besonders günstiges Modell, die Maxlum Cineframe, unter die Lupe genommen, die uns von der Projekto AG zur Verfügung gestellt wurde. Hier haben wir nun den Bausatz der Rahmenleinwand Maxlum einmal ausgebreitet. Der Grundrahmen besteht aus diesen vier Aluprofilen und hinzu kommen diese Tuchfedern, das Leinwandtuch selber, hier noch aufgerollt, und den Montagewinkeln. Und nun beginnen wir mit dem Aufbau. Im ersten Schritt bauen wir den Grundrahmen zusammen. Dies geschieht jeweils in den vier Ecken mit Hilfe dieser Montagewinkel. Die Montagewinkel werden einfach ins Profil eingeschoben. So. Und anschließend verschraubt. Sehr wichtig, vor der endgültigen Montage des Rahmens müssen die mitgelieferten Spannschrauben für das Leinwandtuch in die entsprechende Führung eingeführt werden. Hier sind für die lange Seite 5 Schrauben vorgesehen und auf den kurzen Seiten 4. Zusätzlich werden an den oberen beiden Ecken 4 der mitgelieferten Muttern in die Führungsschiene eingeschoben. Sie dienen später zur Befestigung der Wandhalterung. Im nächsten Schritt werden die Tuchfedern in die dafür vorgesehenen Schlaufen eingeschoben. Anschließend wird die komplette Tuchstange an die dafür vorgesehenen Ausbuchtungen mit den Halteschrauben verschraubt. Um beim späteren Spannen ein Rausrutschen der Stange zu verhindern, genügt es, die Schrauben ein wenig anzuziehen. Nachdem das Tuch nun überall eingehängt worden ist, erfolgt die eigentliche Spannung über diese Stellschrauben. Hier schraubt man nun so lange, bis das Tuch überall gleichmäßig plan liegt. Zum Schluss werden jetzt nur noch die Wandhalter in die Ecken der Profile geschraubt. So, die Leinwand ist fertig und das Filmvergnügen kann beginnen. Für einen überraschend günstigen Preis bietet die Maxlum Cineframe die klassischen Vorteile einer Rahmenleinwand. Als da wären absolute Planlage des Tuches sowie ein schwarz beflockter Rahmen, der das Licht vollkommen schluckt. Mit einem Genfaktor von 1,2 streut sie zudem das Licht gleichmäßig in alle Richtungen ohne störendes Hotspot-Verhalten. Somit ist die Maxlum Cineframe für den eigenen Heimkinoraum uneingeschränkt zu empfehlen. Weitere Informationen finden Sie auf www.beamerdiscount.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.